So Leute, ihr habt also das Passwort eurer Fritzbox vergessen. Das ist schon ein mittelmäßiges Problem, weil so einfach kommt man da nicht mehr dran. Es geht nur noch über die Oberfläche. Es gibt hardwaremäßig eigentlich keine Chance, die zurückzusetzen. Hier gibt es keinen Reset-Knopf mehr, keinen PIN, irgendwas, wo man mit einer umgebogenen Büroklammer rankommt. Die ist erstmal gebrickt. Was ihr natürlich sowieso braucht, ist immer ein Netzteil für eure Box. Aber ich denke mal, das hat jeder und wenn ihr das nicht habt, könnt ihr es euch bestellen. Als nächstes braucht man ein Festnetztelefon, das man entweder hier anschließt, an die NTBA-Schnittstelle, glaube ich, heißt die, oder hier mit einem RJ11-Stecker. Phone steht hier. Das müsst ihr hinkriegen. Ich zeige euch in dem Video, wie das geht. Und dann gibt es einen Code, den man eingibt, einfach über die Tastatur des Telefons. Und dann macht das Ding ein Werksreset und ab dann gilt das Passwort, was auf der Rückseite von der Box steht, wieder. So kommt ihr wieder ran. Das ist auch die einzige Möglichkeit. So, dann kann es ja losgehen. Also ich habe mir hier ein altes analoges Telefon besorgt. Das ist von Oma, das ist tatsächlich von Oma, also Gott hab sie selig. Uraltes Ding von der Telekom. Ich hatte natürlich das Problem, dass ich da kein Kabel mehr, nichts hatte. Da habe ich mir einfach von einem anderen Telefon einfach das Kabel für den Hörer abgemacht. Das ist auch ein RJ11-Stecker 1:1 und das müsste eigentlich gut funktionieren. So, saubere Sache. Wollen wir mal gucken, ob da was rauskommt. Und jetzt nicht verrückt werden, das kann eine ganze Weile dauern, bevor der das Reset macht. Ich kann euch das jetzt mal schneller vorspulen. Aber das wird einen Moment dauern. So, jetzt hat er das Reset gemacht. Und jetzt warten wir noch, bis die Power-LED wieder konstant leuchtet, so wie jetzt. Und jetzt können wir uns darauf einloggen mit dem Standardzugang. Jetzt haben wir die Fritzbox erstmal angeschlossen ans Netzwerk und jetzt wollen wir die konfigurieren. Die Standardadresse nach einem Reset ist die 192.168.178.1. Dazu müssen wir jetzt erstmal in unserer Netzwerkkonfiguration diese Adresse einstellen. Dazu gehen wir in Windows, ich habe jetzt hier mal Windows 10 ist das, auf die Adaptereinstellungen. Wenn man da auf die Adaptereinstellungen, hier kann man das leider nicht mehr ändern. Aber es gibt noch die Adapteroptionen und da gibt es dann Eigenschaften. Und in Eigenschaften gibt es dann die IPv4 und in Erweitert, ist ganz schön weit weg, kann man jetzt eine neue Adresse hinzufügen. Also der Adapter kann mehrere Adressen gleichzeitig haben und da trage ich die 192.168.178 und dann eine beliebige Nummer, die nicht die 1 und nicht die 255 ist. Ein, das ist die von meinem Rechner jetzt, ich hätte irgendeine nehmen können. Das Netzwerk ist normalerweise frei, außer ihr benutzt das schon sowieso, dann ist der Schritt überflüssig. So, okay, alles gut, hat er gemacht. Und jetzt gehen wir mal auf die Seite hier und dann gehen wir dahin, http://192.168.178.1 und versuchen wir mal. Kommen wir auf die Box. Tatsächlich. Also die Box ist da. Er möchte jetzt ein Kennwort haben. Das ist das Kennwort, was auf der Rückseite steht. Ich benutze das jetzt erstmal. Und das müsste funktionieren. So, wie ihr seht, kommen wir wieder auf die Oberfläche. Das Reset hat also geklappt. Und die Box ist wieder einsatzbereit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.